Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Ihr wundert euch ja bestimmt, warum ich jetzt so wie an das Spiel wiederhole. Match. Aber das Problem ist, mir ist die Originalaufnahme, irgendwie hat sich nicht gespeichert und bearbeitet worden. Das heißt, wir müssen den Kampf wiederholen. Das heißt, ja. Sozusagen einfach den Kampf müssen wir jetzt einfach wiederholen nochmal, denn wir ja schon gekämpft haben, aber in der Originalfassung nicht mehr retten konnte. So müssen wir jetzt mal einfach nochmal einen neuen Kampf machen wieder und so weiter machen. Würde ich sagen. Jetzt müssen wir halt wieder suchen, weil beim letzten Mal war ja genau hier. In dem Gebiet war er. Da haben wir ja hier, habe ich ihn gleich im Raum 3 hatte ich ihn ja gleich gefunden. Aber jetzt müssen wir halt suchen, wo er hinhängt. Das ist halt das Blöde, da macht man ja nichts ändern, oder? Das ist halt das Problem, oder? So Leute, jetzt kämpft man gegen den Stier nochmal, Leute. Ich hätte das gesagt. Das sind halt die Moves, die er hatte, aber die waren schon mega funky. Wo er seine Füße mit den Füßen Feuerbälle machte, Feuerbereich machte, das war nicht schlecht. Und er hat halt einen ziemlich starken Schlag dafür. Das muss man schon sagen. Und das war halt das nervige bei dem Ding. Was ist denn, haben wir auch schon ruhig gespielt und so Ruhe gelassen. Weil am Anfang war es schon ziemlich schwierig zu kämpfen. Aber zum Ende hin war er leichter von sich. So war er noch einfacher zu besiegen von sich. Oh Mann, jetzt geht er aber gut ab, Leute. Das war schon mega Kampf, aber das sieht nicht gut aus, Leute, dass wir jetzt so am Anfang schon so Probleme haben mit dem. Thank you.
Der war ziemlich aggressiv gegen den Tank. So habe ich dann sozusagen auf ihn abgewartet und er will abgewartet. Weil es war ja schon nicht einfache Gegner, Leute. Gegen ihn zu kämpfen, gegen den Stier, fand ich. War schon ein bisschen. Aber wir reden jetzt hier weiter, Leute. Und so gegen den Stier zu kämpfen, ist auch schon ein Test zu finden. Mann, und da war ich mal wieder richtig aggressiv, fand ich alle. Der Stier. So, dann jetzt warten wir noch ein bisschen ab. Bitte wir uns erholt haben, wir da ein bisschen, und dann kämpfen wir. Das war immer sau cool. Und naja, guck mal, so ging er ja dann eigentlich. Wo wir dann ihm dann die Sache weggehackt haben, dann war er noch harmloser, fand ich. Aber manchmal waren schon ein bisschen problematisch. Das war ein ziemlich schwerer Gegner von sich.
Man muss immer hart auf den Fuß gehen, auf die Beine. Und aber aufpassen mit dem Schwanz, junge Leute. Mit dem Schwanz hat er schon mit wenig Kraft. Das. Das war schon ein schöner Fight und alle Männer richtig schön gekämpft und untergebracht. Aber das waren die, wenn er angreift, dann, wenn er noch angreift, also wenn man wieder hart wird. Dann ist er wie es das hart geworden. Nein, ja. Am Kopf müssen wir mal langsam dran kommen. Also seine beiden Hörner müssen wir mal dran kommen. Wenn man seine Hörner endlich dran kommt, dann geht die Leute. Und dann kann man schön eliminieren, weil die Hörner, dann greift man nicht so mehr an, so an. Und wird aggressiver echt. Ja. Das ist einzig, was noch. Mal schauen, was ich auch notiert dann weiß. Aber bei der Hälfte hat er sich dann beim Original immer entwickelt, Leute. Oh, man, jetzt gehen wir mal Richtung Schluss. Ah, jetzt läuft schon besser wie am Anfang. So, Leute, gut, jetzt hat er sich entwickelt nochmal. Bin noch stärker, aber ich habe gedacht, Leute, wo der Moment, der sich weiterentwickelt hat, dass er stärker wird, aber er würde irgendwo schwächer fallen, man konnte ihn schnell besser eliminieren als am Anfang. Das war ein Vorteil bei dem.
Das war man so. Am Ende gut hingekriegt, Leute. Waren halt ziemlich coole Kämpfe dann gegen den Stier zu Kämpfe macht, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr den der Kampf trotzdem, weil es nachgespielt ist, ach so, so Spaß gemacht hat, den Kampf gegen den. So, jetzt gibt es ein bisschen Bauch getraut, ein bisschen. Mit zwei Dolchen, Leute. Ja, das war halt ein schwerer Kampf gegen den. Aber man hat richtig Spaß gefunden, gegen den Stier zu kämpfen, gegen den wilden Stier, der da kommt. Oh, so Leute, aber hoffentlich nicht. Ach, oh, bitte. Wie ist jetzt nochmal sterben gegen den Typ? So Leute, endlich haben wir ihn besiegt, Leute. Zum zweiten Mal habe ich ihn besiegt. Alter, das war schon ein mega Fight, fand ich. Wie der gekämpft hat, aber ging der. Naja, wir haben eine gute Chance gehabt, Leute. Und das war halt immer gut. Schöne Kämpfe gegen ihn zu kämpfen. Was Beste fand ich, oder Leute, gegen den wilden Stier zu kämpfen. Ja, das war halt ein schöner Kampf, fand ich. Ja. Gegen den zu gewinnen. Ah, also. Mal gucken, wie die anderen Kämpfe dann noch werden. Aber Leute, ich denke, so Mittag, euer Peter Gaming auch wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.